Bürgermeister Fritz Knotzer musste auch heuer wieder am 11.11. den Schlüssel der Stadt Traiskirchen an die Faschingsnarren übergeben. Diese beliebte Tradition wurde anschließend ausgiebig gefeiert. Die Narren haben sich jetzt ganz schwer den Stadtschlüssel erkämpft. Was wird jetzt passieren? Ja, wir werden auf jeden Fall Gas geben, vorbereiten unseren Almrosch-Party für den 5.1. und selbstverständlich unsere Sitzungen, wo wir der Gemeinde und auch einigen Stadt- und Gemeinderäten mit dem Charme des Narren den Spiegel vorhalten werden. Wir werden sicher auf einige Missstände im Ort aufmerksam machen. Und im Großen und Ganzen werden wir mit dem Prinzenpaar Philipp Gilden besuchen und lustig sein, ausgelassen sein und den Fasching feiern, so wie es sich gehört. Mit schweren Herzens habt ihr den Stadtschlüssel übergeben. Was passiert denn jetzt im Rathaus? Naja, für uns ist der 11.11. jedes Jahr ein guter Tag, weil wir können beweisen, dass das, was viele Leute glauben, dass da eh lauter Narren arbeiten, eigentlich nicht der Fall ist, sondern die wirklichen Narren kommen immer am 11.11. mit der Faschingsgilde. Es hat wirklich den Eindruck gemacht, dass er schweren Herzens übergeben wurde. Was passiert jetzt mit dem Schlüssel? Der wird hoffentlich von der Faschingsgilde gut verwahrt und nicht missbraucht. Und ich freue mich schon auf den Aschermittwoch, weil da kriegen wir ihn wieder zurück. Das neue Prinzenpaar ist in Amt und Würden. Was wird jetzt passieren? Also wir werden jetzt erstmal ganz viele Bälle eröffnen, auch mit unserer Garde und den Elferräten. Und jetzt gehen wir auch zur Weinsegnung und ja. Das heißt, es wird eine anstrengende Zeit? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein ganz junges Prinzenpaar, die konnten sich 2 Jahre einüben als Jugendprinzenpaar, haben uns tatkräftig in der Jugend und bei den Kinderbällen vertreten und sind heuer aufgestiegen. Das ist die Alexandra der Erste und der Stefan der Erste. Wie begeistert sind denn die Traiskirchner, was den Fasching betrifft? Verkleiden sie sich gerne? Na, es gibt auf unterschiedlichsten Ebenen viele Faschingsveranstaltungen. Es gibt Feuerwehren, es gibt die Faschingsgilde selbst, die zum einer Nachfolge des Schürzenjägerballs heuer einladen, zu einer Almrauschparty. Aber es gibt auch Kinderbälle für die Kleinsten. So der Fasching ist breit gefächert und mündet dann im großen Finale am Faschingsdienstag mit dem Umzug. Sie selbst, sind Sie auch faschingsbegeistert? Naja, ich bin immerhin Ehrensenator der Faschingsgilde und war lange Zeit auch aktiv tätig. Die Begeisterung hat natürlich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen nachgelassen. Heute schaue ich gern zu und bin gerne Gast.